Hallihallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute ein Unboxing für euch und zwar mache ich mit euch ein Mindbox-Unboxing und zwar, ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich habe die Box gewonnen und meine Meinung wäre, das ist nicht bezahlte Meinung, sondern meine eigene Meinung und ich werde auch nicht dafür bezahlt und ja, und ich würde sagen, wir fangen mal an und viel Spaß dabei. Das ist so ein Lifestyle Box und ja, wir machen auf. Erstmal der Karton habe ich schon rausgenommen, den Box. Das ist das Magazin immer drin und die Preise werde ich euch alle einblenden. Das ist der Mainz Box Magazin und der kostet ja normal 2,59. 2,95 genau. So sieht der Magazin aus. Und ja, und jetzt machen wir den Box mal auf. Ja. Der sieht sehr hochwertig aus und da steht Smile and Shine. Und der ist in rosa alles. Und wir haben jetzt schon 6:30 und ich filme jetzt, weil ich morgen keine Zeit habe. Und ich wollte schnell das für euch hochladen. Mal schauen, ob ich das schaffe. So sieht der Box aus. Ich mache hier noch zur Seite. Seht ihr mich überhaupt? Ich glaube schon. Und ja, so machen wir jetzt auf. Bisschen das Schleifchen, da ist das, da steht alles drin, was hier in der Box ist. Schau ich nicht rein. So ein Schleifchen. Das riecht echt lecker drin. So. Das sieht wie eine normale Box, aber das ist so ein Lifestyle-Box, so verschiedenes drin. Und jetzt fange ich mal an von Lorenz. Ist so wie der Pinkbox oder sonst Boxen, das drinne. Und das ist jetzt von Lorenz Salter, Saltet Maxi. Diese zum Knabbern mit Meersalz. Und ja, Preise werde ich euch hier da einblenden, glaube ich. Da. Das sieht sehr lecker aus. Amadi. Dann gibt es hier von Dusch ein Duschschaum mit Acai Azui. Von Spitzner. Wie stabilisierend, ja, ein Duschschaum eben. Ja, kann man auch hier www.spitzner.de schauen, wie der ist. Das ist so ein Schaum. Wir können mal testen. Wie jetzt Schnee. So sieht der aus. Mache hier so wie eine Handcreme. Riecht das echt lecker so. Ich kann der Duft gar nicht beschreiben, aber es riecht gut. Das ist ein Duschschaum eben von Spitzner. So sieht das aus. Und ich freue mich, dass ich alles die Produkte alle testen kann von La Mer Ultra Hydro Booster. So ein Lift Multi-Effekt Eye Patches. Mit Biozellulose. Weiß ich gar nicht, was das ist. So sieht der aus. Ich filme übrigens mit meinem Softbox. So sieht das aus. Dann gibt es hier so ein Shopping-Bag mit süßen Kätzchen. So eine Tasche. Einkaufstasche braucht man immer. Oh, finde ich süß. So eine große wollte ich schon immer haben. Schon immer schön, oder was sagt ihr? Stimmt mal oben ab, ist die schön oder ist die süß? Ist die süß oder ist die süß? Mit Kätzchen von Chilino heißt die Marke. Und so sieht das Ganze aus. Und ja, finde ich schön, dass sowas drin ist, nicht nur Beauty. Da freue ich mich auch besonders über diesen Scavi and Ray. Die gab es auch mal in der Degusta Box, wenn ich mich nicht irre. Rotwein mit Schokoladennote. Und ja, so, das ist 250 ml. Ja, Produkte wieder von Spitzner, so ein Massagenöl mit Sandorn, erfrischend flingendes Mandelöl mit Jojobaöl. Ja, auch sehr schön. Das ist jetzt 30 ml. Und so sieht das Ganze aus.
So ein Duftmassageöl, wie gesagt, zum Massieren. Mal schauen. Achso, und hier gibt es jetzt so eine Creme von Olas. Die werde ich meiner Mama schenken, wollte sie haben. Anti-Aging-Creme, weil ich, wie ihr wisst, dann teste ich gerade meine von Vita Yes. Und das gebe ich dann meiner Mama. Ist so eine kleine, nicht so große. Aber hier steht Originalgröße. 15 Milliliter ist drin, ne? Anti-Aging-Creme. Dann sind hier noch zwei Artikel drin. Einmal von Velera. Ich war der Meinung, der kostet über 20 Euro. Festigendes Aufbaukonzentrat. Revitalisiert der Haut. Nachtkerze. Ist noch zu, wie gesagt. Ich zeige euch jetzt, wie das aussieht. So sieht das Ganze aus. Festigendes Aufbaukonzentrat von Velera, wie gesagt. Mit einer Pipette. So sieht das Ganze aus. Und ja, und der ist sehr teuer. Mal schauen, ob er mir gefällt. So, ich spucke gerade. Und noch hier so eine von Black and Beauty Lashes von Forever Young. Ist noch versiegelt. Vielleicht verschenke ich die oder werde ich die mal in eine Verlosung mit reinpacken. Stimmt mal ab. Soll ich die mal in eine Verlosung reinpacken oder? Ja, stimmt mal ab. Die Firma sagt mir nichts. Und ja, und der Box ist jetzt leer. Und ja, jetzt noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem ihr mein Video schaut. Und ja, und ich freue mich über euren Feedback. Lasst mir gerne da, wenn ihr mögt, oder abonnieren kostenlos für euch. Oder Daumen nach oben, wie gesagt. Und ich freue mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.